Waldhöhle und er hat nichts für uns. Ein Feuer. Ich hoffe, hier wohnt kein Bär. Lesen wir gleich. Aber dazu gehe ich lieber in die Höhle. Das nehme ich mit für die Kirche. Das ist immer ganz wertvoll. Zur Not können wir dann dort auch, was weiß ich, Möbel zerholzen und so. So, das war hier. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Irgendwas da draußen jagt uns. Hab die nicht kommen sehen. Dachte, wir hätten sie unten bei der Straße abgeschüttelt. Haltet die Augen auf, Leute, sonst kommen wir hier nie raus. Timberwölfe? Oder wer sollte sich noch die Mühe machen, euch zu jagen? So, uns geht's eigentlich sonst gut. Später. Wir haben jetzt einfach keine Leuchtpistole und ohne werden wir denjenigen wahrscheinlich nicht finden. Hier ist das. Da müssen wir auch noch hin, aber wir gehen jetzt hier hin. Müde sind wir nicht. Kalt ist uns ein bisschen. Aber ich will jetzt nicht wieder Pause machen hier. Gehe ich in die richtige Richtung? Nein, ich muss nach links. Was für eine schöne Aussicht. Ein Rastplatz. Wie schön. Oh, und hier könnten wir fischen. Tischen wollte ich schon sagen. Hier könnten wir tischen. Jetzt kam mir die Idee, den Hirsch mal eben zu schießen. Einfach nur, um den Bogen auszuprobieren. Wäre aber wahrscheinlich nicht schlau. Gut, Astrid, wir machen dir mal ein Feuer. Ja, wir müssen ja einiges tragen, ne? Nein, das behalten wir. Funktioniere bitte. So. Okay, so, wird es ein bisschen wärmer. Schlafsack. Tür zu hier. Was soll denn das? Hier darf keiner reingucken. Ich darf nur rausgucken, damit das klar ist. Brauche ich noch Zeitung? Ich weiß es nicht. This stuff will come in handy. Noch ein Haken. Die Sache hat eindeutig einen Haken. Eindeutig. So. Bisschen Fisch, ne? Komm, machen wir jetzt mal. Der wird uns auch wärmer. Das ist schön.
Oh, wie lange müssen wir das denn aufbrechen? So. Wir wollen es nicht übertreiben. Oh, der zittert sogar. Nur ein Fisch gefangen in der Stunde, aber gut. Besser als nichts und es war, uns ist warm. Müssen wir hier lang? Können wir eigentlich mal machen, weil dann sollte hier rechts irgendwo eine Brücke sein. Haben wir hier was? Oder hier? So. Erstmal Picknick machen. Ja, sowas könnte man dann auch auseinandernehmen zur großen Not. Kein Problem. Wo ist denn jetzt diese Brücke? Ich laufe ziemlich richtig. Eigentlich. Da ist die Brücke. Haben wir wunderbar gemacht. Mann. So, jetzt müsste hier doch bald was kommen. Ja. Geh weg. Wie friedlich das gerade ist ohne Timmerwölfe. Schön. Das ist echt toll. Ich schätze mal hier oben, oder? Oder? Ein Jagdstand. So, da bin ich wieder. Mit Stein kann ich die wahrscheinlich auch verjagen, ne? Ich muss die ja nur so ein bisschen in die Richtung werfen. Die Timberwölfe. So, hier muss doch was sein. Da ist schon eine Höhle. Und da ist auch wieder eine Leiche. Seht ihr das? Wart ihr das, Häschen? Ich sehe hier keine Wölfe. Oder es war der Typ hier vor seinem Tod. Tja, da brauchte ich jetzt selber gar nicht jagen üben. Oh ja, er hat sich hier... Nee, Kaninchen. Er hat sicher auch das Reh erlegt. Beschreibung zum Straftäter Vorratsversteck. Nimm den Kram, um von hier abzuhauen. Die Hügel nehmen kein Ende. Aber es gibt keinen anderen Weg. Das Ding ist immer noch da draußen.
das Ding. Hier ist niemand. Das Ding. Also redest du nicht von mehreren Timberwölfen? Redest du von etwas größerem? Meinst du das mit Vorräten? Naja. Wir sind nicht müde. Ach, das meinst du. Mission schon abgeschlossen. Revolvermunition, sehr gut. Noch mehr. Ein Mannpackung. Endlich mal wieder ein richtig gutes Vorratsversteck. Cool. Dann haben wir das echt vollständig abgeschlossen. Schwarzfels. Cool. Dann haben wir das noch und diese Sammelgegenstände. Die werde ich sowieso irgendwie, während ich die Häuser auseinandernehme, finden, hoffe ich. Und wenn ich da nicht alles finde, ist es mir diesmal Schnuppe. Aber das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Untersuche die Hütte bei Skidas Abhang, bei der der Verdächtige zuletzt gesehen wurde. Also so oder so, da würde ich nochmal den Weg ohne euch machen, zumindest bis dahin, weil das ist sonst einfach zu weit. Und bis zur Kirche auch. Weil wir müssen ja nochmal die Leuchtpistole holen. Na gut, dann seht ihr mich gleich wieder. Hallo? Haben die jetzt einfach Angst vor mir? Wegen Nebel? Was ist da los? Die rennen gerade einfach vor mir weg. Also ja, schon vorher, bevor ich die Notsignalfackel angemacht habe. Komisch. Was ist jetzt los? Liegt das nur am Nebel? Okay, das ist erstmal sehr schön, die normalen roten Notfallsignalfackeln, die gehen auch. Man sieht echt viel im Nebel. Holla die Waldfee!
gehen auch, aber ich, es wirkt so. Die lassen ihre Moral dadurch nicht brechen, ne? Schieb. Die lassen sich davon mal kurz verjagen. Ah, die Moral wird nicht gebrochen. Jetzt ist es einfach weg mit dem Moralbrechen, aber die Wölfe sind noch da. Hä? Oder haben die jetzt einfach keinen Bock mehr? Ich glaube, zweiteres. Es war denen jetzt zu langweilig. Die Wölfe wollen blau. Kann ich gut verstehen. Blau ist auch meine Lieblingsfarbe. Obwohl, nee, sie mögen es ja anscheinend nicht. Das ist das Problem. Dann kann ich es nicht verstehen. Wir sind gleich wieder da. So, ich befinde mich jetzt in dem Gebiet, wo ein Überlebender sich wahrscheinlich aufhält. Ich bin bewaffnet mit einem Stein. Uns sollte also nichts passieren. Wir könnten jetzt natürlich die Leuchtpistole einfach abfeuern. Aber ich glaube, das sollten wir lieber auf einem etwas höheren Punkt machen. Das macht einfach mehr Sinn, dass man das besser sehen kann. Wobei es hier in dem Spiel wahrscheinlich egal ist. Sind wir immer noch in dem Gebiet? Ja. Also wenn derjenige da liegt, dann wird er wohl nichts sehen. Ich gehe mal hierher. Also ich selbst sehe ja niemanden. Okay, probieren wir das aus. Natürlich ist es nicht geladen. Also das muss man noch sehen. Sag nicht. Okay. Super. Richtig super. Shh, stay calm. Hey. Gut. Da haben wir also jemanden gefunden. Das ist ja sehr schön. Ja. So, wir gucken ihn uns gleich an. Warum kann ich das nicht? Ah. Gut, das ist leer. Da, oh, da sind also noch ein paar Patronen. Das wäre ja toll, wenn ich immer zwei für eine benutzte kriege. Dann wäre das wirklich sehr praktisch. Weil ich, wie gesagt, dann im Gemeindezentrum auch was da lassen muss. Hallo, Logan. Okay. Einfach nur Flüssigkeitsmangel. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Feeling better now? Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir noch ein paar mehr Leuten helfen können. Also die wieder zurückbringen können. In Sicherheit. Wäre etwas schade gewesen, wenn wir da nur eine hätten retten können. Sieht so rot aus, okay. Von da kamen wir, ne? Ja.
Wir können sowieso immer nur eine Person schleppen, also zurück geht's. Oh. Dieser Dornbusch, der hatte es einfach in sich. Da konnten wir jetzt nicht vorbei. Eigentlich waren wir bisher hier sicher in dem Waldstück. Aber vielleicht ist die Spielmechanik so, dass immer wenn wir jemanden tragen, dann doch wieder die Timberwölfe vorbeikommen. Sonst wäre es zu einfach. Nur eine verletzte Person mit sich rumschleppen, das ist viel zu einfach. Speichervorgang. Der berühmte Speichervorgang, der oft nichts Gutes verheißt. Aber schönes Wetter haben wir. Oh, wie toll. Guck mal, Logan, wie schön es aussieht. Da hinten sind Wölfe. Einer zumindest. Wir gehen einfach in die andere Richtung. Alles cool. Wir schaffen das schon. Da ist noch ein Hirsch. Schön bei den Hirschen bleiben. Not much farther. Hier liegt schönes Holz rum, das wir später noch zerhauen könnten. Logan, wir haben es gleich geschafft. Ich habe schon einer Patientin geholfen. Ich krieg das auch mit dir hin. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen.